herzlich willkommen bei Wetzel Automobile, liebe Porsche-Freunde. Ich habe hier heute unter unserer neuen Beleuchtung hier, wir machen jetzt mal, testen jetzt mal, wie das ankommt. Könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr das findet. Wir haben hier so eine heiße Konstruktion gebaut, die wir rauf und runter lassen können und so. Also die Fotos sehen ganz gut aus tatsächlich. Und wir steigen ein hier mit einem Porsche 964 Targa, deutsches Fahrzeug. 182.000 Kilometer, Erstzulassung 27.02.92. TÜV hat er bis 9.24, Haarabnahme hat er natürlich. Der Wagen ist Scheckheft gepflegt und der letzte Eigentümer hat richtig investiert, auch immer wenn irgendwas war, und hat jetzt hier gerade die letzte Rechnung vom Porsche-Zentrum mit Wartung und Bremsen, ich weiß nicht, was hat er alles gemacht hier, Bremsen neu, also alles komplett neu, Scheibenbelege komplett irgendwie und noch viele andere Sachen gemacht, was man so macht an so einem Auto, wenn man mal wieder einen ordentlichen Check macht. 8.000 Euro, Porsche Zentrum Düsseldorf, also alles hier drin, ja, also alles so, wie es sein soll. Das ist ein Automatik, also ein Tiptronic, wir haben ein Gutachten von dem Auto hier drin, aus 10.22, 95.000 Euro Wiederbeschaffungswert, Reifen sind aus 22, Lederausstattung ist innen so dunkelgrau, ganz schöne Kombination tatsächlich, HR-Gewindefahrwerk hat er. Was haben wir noch? Klimaanlage überholt, Klötze neu, gut, das habe ich vorhin schon gesagt, Heizungsanlage überholt. Also hier kann sich jemand einen richtig guten 964 kaufen, wenn man auf Automatik steht, weil hat seine Frau gefahren, also ist ein Sammler, dem der Wagen gehört, der hat eine schöne Halle mit ganz vielen tollen Autos und der war für seine Frau, die hat sie gefahren, fand sie auch toll, jetzt möchte sie was Moderneres haben, deswegen kommt der jetzt zurück. Hier ist also Ordner, Check, Bordmappe. Und das volle Programm. Ich habe den gar nicht durchgemessen. Ich weiß gar nicht, ob der Erstlack ist. Soll ich es mal machen? Mach mal. Mach ich, oder? Ja, mach doch. Mach ich mal schon. Wow. Also, tatsächlich ziemlich gute Werte. Nur hinten rechts Kotflügel lackiert und die Haube lackiert. Also Haube ist natürlich Steinschlag und hinten rechts kann gerne mal Kratzer sein, die der Wagen mal bekommen hat, wenn der irgendwo an der Straße stand. Also ist ein C2 übrigens, habe ich noch gar nicht gesagt. Also C2, Hinterradantrieb. Und wir gehen mal rum. Komm, wir gucken uns das Auto mal an. Also ist halt 964er sind wahnsinnig begehrt gerade. Ja? Also Coupés wahnsinnig, Targas fast noch mehr. Cabriolets sind nicht ganz so gefragt, würde ich mal so von meinem Empfinden her sagen. Aber hier steht, und die Farbe ist so cool, ne? Also dieses Grau, Steingrau oder Achatgrau oder wie das heißt, ich weiß es nicht. Felgen sehen gut aus, sind nicht angeditscht, ein sehr gepflegtes Auto, ein richtig schönes, gepflegtes Auto. Komm hier, starke Dämpfer drin, die gut funktionieren. Hier haben wir den Motor, sieht auch ordentlich ungepflegt, ist halt alles gewartet, immer wenn es sein muss. Man sieht hier, die Riemen sind nicht alt, alles, also Klima funktioniert natürlich. Es geht alles an dem Auto. Ich bin den tatsächlich auch wieder 2 Tage gefahren, also abends nach Hause, morgens wieder zurück. Hier, warte mal, wir gucken nochmal auf die Rückfahrleuchten. Die sind ja sehr oft kaputt und so angelaufen. Die sehen wirklich richtig gut aus hier bei dem, ja. Und hier ist wirklich nichts dran, ja, also keine, auch hier an den Türen, das ist alles so, nichts angeditscht. Schickes Auto. Ich mochte die 94, als sie damals rauskam, ich war echt so, boah, alles so gerade und so, und ich fand es schade, dass man nicht mehr diese Form hatte damals vom G-Modell. Und jetzt finde ich ihn auch richtig schick mittlerweile, also klar, noch viele, viele Jahre später. Jetzt gucken wir gucken mal vorne rein. Guck dir mal das an hier. Alles. Hier ist alles da, was dazugehört zum Auto. Alles, was damals dabei war. Ist auch jetzt. Hier ist nochmal so ein Notschalter. Wenn man ihn länger wegstellt, machst du einmal Klack aus, dann ist er aus. Hier Warndreieck, alles da. Hier ist der Aufkleber noch, wo er hingehört. Ganz der originale. Und die Dichtungen, alles schick und ordentlich. Wow. Prima.
Lass uns reingucken, Thomas, oder? Jawohl. Ja, hier geht es in Grau weiter tatsächlich. Also passt natürlich zum Auto und der Innenraum ist super gepflegt. Riecht total angenehm. Es ist nicht irgendwie ein komischer Geruch, weil mal was feucht war. Hatten wir auch letztens beim Auto verkauft und dann war der Kunde, es riecht immer so, war es echt feucht unten drunter. Das haben wir gar nicht bemerkt. Warum, weiß ich gar nicht. Haben wir dann natürlich alles behoben und gemacht. Also schön. Ja, knapp über 180.000 Kilometer gelaufen. Wenn so ein Motor läuft, dann läuft er. Ja. Und die 964 Motoren sind halt nicht anfällig. Die laufen, ich kenne Autos, die haben 300.000 gelaufen. Ja. Also insofern muss man sich da keine Gedanken machen. Alles hier, guck mal, das Leder, wie das aussieht. Hier ist nichts verknaddelt und irgendwie speckig oder sonst was. Coolster Sound von Porsche natürlich. Ne? Also ein Cabrio ist natürlich der Knaller, hat der glaube ich nicht. Habe ich jetzt gar nicht drunter geguckt. Aber auch so haben 964er natürlich einen super Sound. Und dann als Targa. Ich finde Targa ja ganz schön, weil mit Targa bist du halt nicht so auf dem Präsentierteller wie Cabriolet, sondern du hast halt immer noch was um dich rum und musst halt nicht alle in dich, in dein Auto gucken lassen. Ja? So. Aber hast nach oben hin halt Luft und das Gefühl von Freiheit und Weite. Schön. Ich würde vorschlagen, Thomas, wir drehen eine Runde, oder? Was machen wir? Will ich auch sagen. Attacke. Wir müssen uns noch eine Tour ausdenken, ne? Wie wir es jetzt machen hier mit rausfahren. Wir haben es zwar schon mal gemacht, da war Sonny hinter der Kamera. Stimmt, ja. Ich glaube, wir zeigen euch, wir fahren hier raus, zack, dann geht Thomas rüber, ich fahre dran vorbei und so weiter und so fort. Schön. Sauber. Machen wir. Hier, neue Mütze habe ich. Habt ihr schon gesehen? Ich glatze hier, weißt du, schön, meine neue Frisur. Was ist das für eine Mütze? Geile Geschichte, muss ich euch erzählen. Lass mal kurz draufhalten, was da draufsteht. You're in my world now. You're in my world now. Muss ich erzählen, geile Geschichte. Freund von mir ist auf Mallorca. Ich weiß nicht, vielleicht kennen einige den Laden, wo er war. Ich kenne ihn nicht, ich weiß auch nicht, wo er war. Da gibt es so einen Laden, der gehört einer Französin und die verkaufen Mützen. Pass auf. Er sagt, ganz sympathische, gut aussehende Französin mit Deutsch, mit französischem, wie man sich so vorstellt, ne? Ganz sympathisch. Und berät ihn für die Mütze. Dann sagt sie, ja, aber dann sagt er, nee, ist für einen Freund von mir. Dann sagt sie, ja, okay. Ja, der ist so, der macht so YouTube-Filme und so. Ne? Und dann sagt sie, ja, okay. Und dann, wo kommst du denn her? Ja, aus Hamburg. Ja, der ist auch in Hamburg und so. Und dann sagt sie, ja, der handelt mit Autos. Und dann sagt die zu ihm, du, mein Freund kommt aus Hamburg. Hm? Wer ist denn das? Wofür ist denn die Mütze? Und dann sagt er, ja, für die Wetzel-Automobile, für Ingo. Dann sagt sie, das kann nicht sein. Den Typen muss ich mir andauernd angucken, weil mein Mann immer die Videos guckt. Lustig. Kannst du das reinziehen? Ich kann es nicht glauben, ey. Wahnsinn. Also, lustige Story. Sehr lustige Story. Ich hab, und die hat er sich bestimmt nicht ausgedacht. Also fand ich ganz toll. Ja, schön. Ein bisschen selber feiern wieder, weißt du? Immer der gleiche Mist. Meine Videos fahren. Gerne bei YouTube angucken, meinen Kanal abonnieren. Freue ich mich immer riesig. Und jetzt, Thomas. Fahren wir das Ding. Schmeißen wir mal diesen Mega-Sound an hier. Auf geht's, komm. Gar nicht, das kennt ihr bestimmt, wenn man so ein Auto fährt, wo man das Gefühl hat, alles ist perfekt. Ja? So, das Fahrwerk, die Lenkung, der Motorlauf, die Technik, selbst die Musik hört sich gut an. Ja? So, das ist so ein Auto. Genau so ein Auto. Es steht hier und es ist top gepflegt, nichts ist abgegrabbelt oder irgendwie, keine Ahnung. Also,
sensationell, wirklich. Hier wieder, oh, ich sehe ihn schon. Das gehört bei uns dazu. Also, ich freue mich, dass ich das Auto verkaufen darf, wirklich, weil Qualität ist einfach wichtig und das Auto kommt auch noch aus einem sehr sympathischen Hause. Das ist für mich immer ganz, ich weiß nicht, irgendwie finde ich sowas immer Schwachsinn, aber ich finde es immer schön und der Eigentümer ist ein sehr netter Mensch und die ganze Familie ist eine sehr nette Familie und der steht auch zu seinen Autos. Ich habe schon gehabt, da habe ich was von ihm verkauft und dann war danach irgendwas, da hat er gesagt, komm, Ingo, das können wir so nicht machen, das müssen wir regeln, kein Thema. Super, so muss es sein. So, genug gequatscht, wenn Sie sowas haben wollen, Auto steht bei mir, wird im Kundenauftrag verkauft. Ich freue mich auf den Besuch und auch wenn man mal so in der Nähe ist, immer gerne mal vorbeikommen, haben wir hier jeden Tag. Und ich sende schöne Grüße nach Nürnberg. Dankeschön fürs Zuschauen, Wetzel Automobile. Jetzt fahre ich wieder los. Nee, tue ich nicht, weil erst muss man auf P schalten. Sauber. Also, tschüss.